Und los geht's. Das ist Humankinds Geheimversteck. Ah. Fürze machen mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat an meiner Geburt gefurzt. Und deshalb habe ich Diabetes. Ach Gott. Die Abkürzung führt durchs Fenster. Aber was gibt's denn hier noch? Hier gibt's einen Monitor, den kann man kaputt machen. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch. Ach, entschuldige bitte. Moment, Kite hat doch zu tun. Ja, ja. Berührt von einem Engel. Und was gibt's denn hier oben noch Schönes? Hinten gibt's eine Tasche. Und da hinten reißfestes Nylon und Sportflasche Weltraumaspirin. Ja, klingt sehr vernünftig. Ach, da wäscht Human Kite seine Wäsche. Ah, ja, ja. Macht Sinn. Ja, auf das. Eine Flasche Kleber, kann ich die mitnehmen? Ah, Rucksack. Das Diamantkostüm. Ob ich will den Kleber da hinten haben. Ah, da oben ist der Kuhn-Alarm, wie geil. Weiß gar nicht, ob wir den schon mal gesehen haben. Ja, ich mal ganz kurz eine Nase putzen, bevor es weitergeht. Tut mir leid, aber ich habe echt eine Übel schon. Geht aber weiter. Human Kite könnte ab und zu mal aufräumen. So, da bin ich auch schon wieder. Sorry. So, wie geht's jetzt weiter? Hm? Ah! Hui! Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Ah, nein, 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 das ist schon richtig. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint Hippo, auf zum Stellplatz. Peppermint Hippo? Ja, was ist denn? Ja, die sind schneller als wir, scheiße. Ey, wird nicht hingesicht. Ey, alles Schwein! Alles gesperrt hier. Da liegt so alter Sophie auf der Bank. Na, was los, Kollege? Eine Katze? Ich liebe Burnham County. Einfach die beste Band der Welt. Und den würde ich mich glatt flachlegen lassen. Also, ich wurde. Was macht ihr für ein Scheiß hier? Ja, die stehen an der Schlange, wir gehen einfach vor. Ich lass einfach laufen. Captain Diabetes, ist glaube ich eine schlechte Stelle zum Stehen bleiben. Okay. 100% Apple Juice. Ja. Das war zu viel. Insulin, schnell. Und jetzt bin ich wieder der Alte. Ich hab die Kontrolle über mein Diabetes perfektioniert. Los, hier lang. Können wir hier nicht noch irgendwas machen? Mit irgendeinem noch reden? Da will die ganze Gruppe. Okay, hier können wir scheinbar nichts machen. Also ein Klo, was da jetzt auf dem Boden liegt, aber naja. Wo ist die Kuh? Wo ist Mysterium?
Ach, hier steht deine Turbos im Weg. Okay, okay. Hier ist es. Was? Hier werden wir die Frau finden. Mach dich auf unappetitliche Gestalten und einen Haufen Tinten gefasst. Oh, ja, ja, da wollen wir auf keinen Fall rein. Wollen wir auf keinen Fall rein. So. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid. Tritt zur Seite, Bürger. Ich bin Captain Diabetes. Ich muss mit den Ladies da drin reden. Macht eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße. Da ist ein... Was soll ich tun? Da ist ein gestreiftes Nilpferd, was Peppermint Hippo heißt. Hall of Fame. Aha. Mit ihm reden? Hey, jetzt verpisst euch endlich! Ach, dürfen wir nicht dich anfurze, hä? Hey, labern könnt ihr auch draußen. Ich hab gesagt, verpiss dich! Ah, ja, geht ja. Komm mich raus! Okay, wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Es muss noch einen anderen Eingang geben. Ja, ich hab ihn schon gesehen. Ah, ja, für den Knetenweg, okay. Da geht's rein. Jetzt müssen wir nur noch da hoch. Ja, mach doch mal keinen Stress. So. Gut mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Ach, der kann muss die Telefonzelle umschmeißen. So seid ihr, Sidekick. Ja, mach mal. Apple Cheers. Ja, komm, Insulin. Nicht, dass du ja noch durchdrehst und alles kurz und klein haust. Nach dir. Ja, geht klar. Tschüss. Alter, sag mal, kannst du die treffen oder was? Yeah. Die Lady ist wohl da lang. Oh. Gentleman-Toilette. Nein. Ah, fuck. Ja. Druck aufgebaut. Schokokörnchen hinzugefügt. Druck aufbauen. Was? Unanständiges Dampfschiff. Und rauszwicken. Was habe ich gedrückt dann, oder? Okay. Egal. Ich gehe. Daraus kannst du alle möglichen Sachen craften. Ja, Tauli. Ich weiß nicht, wie das da hochgekommen ist. Ich weiß nicht, wie der runter. Nein, bitte. Herrensoße. Komm schon. Gesundheitsamt Checkliste. Ja, dass die hier im Müll liegt, ist mir klar. Schmutziges Feuchttuch? Ah, bitte nicht. Oh Mann, jetzt treffe ich gar nichts mehr. Ja, ich glaube, dass du vorher irgendwas getroffen hättest. Bedräng mich doch nicht so. Ja, mach mal hin, ich muss auch mal pinkeln. Ich muss mich konzentrieren. Ja, ich glaube auch. Oh Gott. Okay, wir sind im Spitzklub. Diese Ladies haben wirklich... Aber keine Sorge, Sidekick. Wir sind Superhelden. Wir kriegen das hin. Ja. Ich weiß, dass über die verschwundene Katze. Aber welche? Hier ist der Plan. Wir müssen ein Team an Suchen, der mit uns ins VIP-Zimmer kommt. Wir treffen uns dort, wenn du wen gefunden hast. Entschuldigung. Finde eine Zauberin, die du in den VIP-Bereich mitnehmen kannst. Sprich mit den Zauberinnen. Hi. Die Kinderkrippe ist hinter der Bar, Süßi. Okay. Mach die her. Hier drin wird nicht gefurzt. Entschuldigung. Ist doch hier, wie heißt er? Ich ermittle ihr verdeckt. Wie heißt er denn? Was
ist nochmal das Mindestalter für Stripclubs? Tschüssi. Aber wie heißt er denn? Das ist der Bulle. Dass South Park nur einen Polizisten hatte. Na, wie es geht. Hey, siehst du nicht ein bisschen jung, um hier zu sein? Nein. Na, ihr Außenwäldler, was macht ihr hier? Titten. Ja. Tanzt du heute Abend? Nein. Dann treten Sie auf der Hauptbühne auf, Madam. Nein. Na, tanzt du heute Abend? Alter, Perverser. Sorry, muss mich konzentrieren. Ja. Yeah. Sorry, muss mich konzentrieren. Hey, Chimbo, was geht? Was machst du? Als ich jung war ich genau wie du. In dem Stripclub? Als ich jung war ich genau wie du. Oh, wie heißt er? Ich hab's vergessen. Du hast echt Eier. Yep. Du hast echt Eier. Okay, wen können wir denn noch reden hier? Okay, hier war doch dort. Ja, ja, hier liegt noch was. Das Gemopologie-Bericht. Oh, okay, okay. Das ist doch nichts über Premium und Aal vom Verwachsen, oder? So. Hey, DJ, was los? Ernsthaft, verpisst euch mal, ich hab zu tun. Ja, entschuldige bitte. Aber wie heißt er? Ich hab's vergessen. Seinen Namen kenne ich glaube gar nicht. Geht's noch? Das ist ja der Vater von Mysterion. Ja, die Klappe. Yeah. Ich geht. Oh, hast du was zu erzählen? Ich hab Stoff, den sie auch in diesen feinen Clubs in Reno ausschenken. Aha. Okay, Reiberoute von Gargantua. Ich geht. Nehmen wir mal mit. Was davon? Wachstumsschub? Ich glaube nicht. Komponenten Demo-EP von Fat Stank. Gin Tonic? Was? $25? What? Alter! Genieß die Titten und Ärsche! Ja, danke! Na, hi! Komm wieder, wenn du volljährig bist, dann lass ich dich an meinem Platz nackeln. Bitte nicht! Egal was passiert, die niemals! Mein Job. Die klauen deinen Job, ja? Oh Gott, ich hoffe nicht! Das ist also deine Freundin. Die Geilmann. Genau. Wollen wir ins VIP-Zimmer gehen? Ich weiß nicht, sie ist ein bisschen klein. Ich stehe auf klein. Du nimmst die mit dem Sprachfinger. Okay, dann ist es Zeit für Lapdance. Ach, bitte. Wir da drin nicht einfach ein bisschen quatschen? Erst wird getanzt und dann quatschen wir. Oh, okay. Oh, oh nein. Ach, komm schon. Haben die Herren jemals einen Tanz von einer Lady mit Penis? Hey, wir sind nicht zum Quatschen hier, Baby. Ja, ich sag gar nichts, bevor ich nicht ein bisschen Action im Schritt bekomme. Oh, na gut. Okay, Sidekick, du weißt, was das bedeutet. Nein! Hab da ins Minigame, Alter, was? Vergiss dein Handtuch nicht. Ach, komm schon. Dafür zahle ich aber nicht. Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Boah, Baby, du steckst den ganzen VIP-Raum voll. Ah, komm schon. Scheiße. Was für eine Aktion war das denn? Dafür zahle ich aber nicht. Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Ach, komm schon, das ist doch geil. Stehst doch drauf, ich weiß es doch. Boah, Baby, du steckst den ganzen VIP-Raum voll. Ah, Scheiße. Ist ja gut. Oh nein! Ja, komm schon. Ah, da stehst du drauf, du alter Schwein. Ja, ich geh's. Ja. Ich muss gleich kotzen. Na, komm, du stehst doch drauf, ich weiß es. Ah,
Nein, nein, ihn so rum. Ihn so rum. Ah, Mann. Boah, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Dafür zahle ich aber nicht. Na, doch, doch, da stehst doch drauf, du alter perverse Sau. Twirken, was? Ah, ja, komm schon. Nein, Scheiße gedrückt. Fuck. Nein. Ach, fuck. Ich hab Snicket aktiviert. Mann! Ah, ja, komm schon! Oh, jetzt geht ihm einer ab! Yeah. Was, wieso? Ich weiß doch, dass okay, du drauf stimmst. Also, was macht ihr so beruflich? Und habt ihr mal mit einer Lady mit Penis-Tattoo getanzt? Wieso ist euch dieses Penis-Tattoo so wichtig? Ja, ja, Classy hieß die. Sie heißt Classy? Ja, Classy, mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Natürlich, deswegen das Tattoo. Wir haben den Namen. Los, gehen wir. Was soll das heißen? Ihr könnt uns hier nicht einfach sitzen lassen. Ja, ich wurde bis jetzt nur angefurzt. Ihr bleibt mal schön hier. Haha, ich bin keine gewöhnliche Stripperin, ich bin Captain Diabetes. Was? Mein Sidekick und ich haben unsere Verkleidungskünste genutzt, um euch Informationen zu entlocken. Damit kommst du nicht davon. Besiege die VIP-Gäste. Oh Scheiße, mit meinem Ständer kann ich kaum laufen. Captain Diabetes, was hast du getan, du alte Sau? Okay, können wir von hier treffen? Ja, können wir. Und ja! Ich ruf die Verbraucherschutzzentrale an und sag denen, dass du ihn nur halb steif gemacht hast. Ja, das wird die sicherlich betrunkener Wirbel. Oh, oh. Boah, krass, macht der von Damage. Alter, ist dieser Bastard. Er ist immer noch langsam. Ich will in eines dieser kommunistischen Länder, in denen Ständer staatlich subventioniert werden. Ich glaube nicht, dass du eins finden wirst, Kollege. Okay, wir können das machen. Steht er zumindest schon mal woanders? Will jemand einen Tanz? Nein! Geh bitte! Danke! Ihr! so. Können wir ihn zurückstoßen? Ein falscher Angriff. So, genau. Und. Na! Ah. Scheiße, ich hab mir den Schwanz verstaucht! Oh, Entschuldigung! Aber der zahlst du für einen Spender und sie bringt dir noch kostenlos Kickboxen bei. So, Können wir ihn damit vielleicht umhauen? Ne, aber kommen eh nicht ran. Bei X tauschen wir die Plätze nicht, aber dann stehen wir vor ihm. Machen wir trotzdem mal. Oder hast du dein Dritter mit einem Dollar in die Arschritze gesteckt und sie haben dir die ganze... Zahlt man satte 20 Dollar für eine Edelstripperin und dann Gas! Ja, edel, ne? Geht klar, mein Freund. So. Nur ihn wieder zurückstoßen. Und. Ja! Das würde ich niemandem wünschen. Zur Tisch kaputt, scheiße. Ich habe einen Happy Hour-Coupon für mich und vier Kumpels. Da kriege ich 30% Rabatt auf Gegenstände vor 19 Uhr. Was? Total unangebracht. Du hast keine Ehre. Ja, das würde ich auch sagen. Nee, wir machen mal so, dann können wir nämlich unseren Angriff machen, der auf drei Felder geht, mit dem Rückstoß. Wir dürften beide fast schon down sein. Damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal eins von ab. Ja. Hier können wir beide auf einmal rumhauen. Und... Ah. Du hast gewonnen. Hör mal, mit Hintertreuerkarte, Rolle mit Pfefferminzbonbons. Woher ich geht? Nein, sind das so Pillen? Was sind das mit den Pfefferminzbonbons? Dürfte ich das erfahren? DJ Spezialrezept.
Mann, 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 Mann. So. Finde einen kostenlosen Gin Tonic, finde ein. Ah, nicht so schnell. Achso, so. Finde den. Was wartet den DJ los? Finde einen kostenlosen Gin Tonic, finde eine besondere Zutat. Finde eine weitere besondere Zutat. Okay. Lass dir ein Gummi auf den Boden. Es ist doch Wochenende, oder? Ja, es ist Wochenende. Hey, ich glaube, das könnte ihm in den Gin tun. Was denn? Nutze L, ein explosives Objekt zu finden und drücke X, um es zu entzünden. Oder was meint ihr? Was ist denn explosiv hier? X, um es zu entzünden, hä? Wow, das sieht gefährlich aus. Ah, Quatsch. Das war sehr effektiv. Du darfst die ekligen Sachen tragen. Ja, danke schön. Popel und Wichse, was? Eine perfekte Zutat für unser Gebräu. Bin eine besondere Zutat, okay. Lose Red Balls, Eimer mit May um. Was? Hier gibt's sicher was Ekliges, das wir ihm in den Drink tun können. Ich befürchte auch. Aber wir haben hier eine Leiter. DJ Fleischsteck und Bo. Weinschorle-Mischung. Ah. Und Edgars Kleber, Rattenfalle. Apropos Rattenfalle. Da oben läuft eine Ratte rum. Okay, okay. Hier hoch. Das. Arbeit, Wunderarsch. Ja. Hier kommt der Sache näher. Rattenscheiße. Lecker. Jetzt brauchen wir noch einen Gin Tonic. Und wie komme ich an die Kiste dort? Ja, ich weiß wie. Finde einen kostenlosen Gin Tonic. Was fehlt uns jetzt noch? Die Zutaten haben wir schon. Die besonderen. Gegengift. Dankeschön. Macaroni. Gegengift und Macaroni. Fettige Muschelpizza. Können wir noch was bluten? Gefriergetrocknetes Rindfleisch. Lecker. Na gut. Jetzt brauchen wir noch einen kostenlosen Gin Tonic. Kriegen wir den von dir? Nee, hier müssen wir den kaufen und der kostet ja 25, ne? Das ist schon ein bisschen heftig. Wer könnte denn hier einen Gin Tonic für uns haben? Ja, tut mir leid. Okay. Hier kommen wir nicht raus. VIP-Raum, kommen wir da noch rein? Oh, gibt's Tacos? Die von Freeman sind? Ah, da passiert nichts. Wo finden wir denn einen kostenlosen Gin Tonic? Kommen wir hinten rein? Im Dressing Room? Nee, können wir ja rauf, aber nicht rein. Wo krieg ich denn einen kostenlosen Gin Tonic? Nein! Nein, das wird niemals passieren. Verschwinde, Kobold. Oh Mann, jetzt treffe ich gar nichts mehr. Als du vorher was getroffen hättest, wo finden wir denn einen Gin Tonic? Will den nicht kaufen, der ist so teuer. Crime is out of control.
hell in our town. Coon and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm going to do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck French chicks? Super Craig.